Dieses Mal wird es um Balkendiagramme gehen. Und da Balkendiagramme ein recht mächtiges Werkzeug sind, um Daten darzustellen, wird dieses Video wahrscheinlich ein bisschen länger werden. Und deshalb habe ich auch schon mal ein bisschen vorbereitet, die Länderdaten schon eingeladen und schon eine Tabelle mit den Kontinenten erzeugt. Um ganz simpel ein Balkendiagramm darzustellen, ist der Befehl barplot. Und da können wir gleich unsere Tabelle reinschieben, ausführen und wir bekommen ein Balkendiagramm, wo die Anzahl der Länder je Kontinent jeweils aufgetragen ist. Wir können das hier mal offen lassen und uns ein weiteres Fenster erzeugen. Das geht in Linux mit dem Befehl x11. Damit bekommen wir ein weiteres Plotfenster. Unser altes Plotfenster bleibt vorhanden. Unter Windows ist der Befehl Windows, soweit ich weiß. Um ein weiteres Fenster zu öffnen, unter Mac müsste es eigentlich Quartz sein, um ein weiteres Fenster zu öffnen. Das hängt eben vom Betriebssystem ab. Unter Linux ist der Befehl x11. Um ein zweites Fenster aufzumachen. Und das habe ich getan, um diesen Barplot nochmal zu produzieren. Diesmal allerdings, um ihn gedreht anzuzeigen. Der Befehl dazu ist, oder die Option dazu ist Horiz für Horizontal. Und jetzt sehen wir hier unser Balkendiagramm einfach gedreht, also 90 Grad rotiert, mit den entsprechenden Anzeigen wiederum genau wie der erste. Was wir hier aber so schon sehen ist, dass die Beschriftung ein bisschen unglücklich ist. Wir sehen nicht von allen die Beschriftung, weil das hier nicht überall drauf passt. Eine Möglichkeit, das zu ändern, wäre, die Beschriftung um 90 Grad zu drehen. Das geht mit der Option LAS, die man auch global setzen kann. LAS ist gleich 2, ist dafür da, um die Sachen zur X-Achse gedreht oder zu den Achsen gedreht darzustellen, rotiert darzustellen. Mit 1 wird die Standarddarstellung ausgeführt. Man kann den Befehl aber auch nicht global setzen, sondern nur innerhalb dieses Befehls. Und wenn wir LAS gleich 2 auswählen, sehen wir, dass jetzt hier die Beschriftungen gedreht sind, allerdings auch die Beschriftung hier an der X-Achse. Wir können auch Prozentangaben darstellen. Momentan haben wir hier Zählwerte vorhanden. Und ich werde dieses Fenster mal wieder zumachen. Der Befehl für Prozentangaben aus einer Tabelle war ja prop table von Tabelle. Und ich lasse das jetzt mal wieder normal gedreht darstellen. Und auch die Beschriftung normal. Ups, prop table, nicht prop table. Und jetzt sind hier Prozentangaben aufgelistet und so kann man das bereits als Alternative zu einem Tortendiagramm benutzen. Und die Unterschiede zwischen den einzelnen Säulen sind hier deutlich besser zu erkennen, als es in einem Tortendiagramm der Fall wäre. Ich schiebe das mal wieder so halb rüber, damit wir beides parallel offen haben. Genau. Wenn wir in einem Tortendiagramm alle Balken übereinander haben wollen, sodass sie sich zu 1 summieren, dann müssen wir einen kleinen Trick anwenden und eine zweite Spalte simulieren. Diese zweite Spalte wird dann daneben gruppiert dargestellt und wenn man zwei Spalten, zwei Variablen in Barplot reinsteckt, dann werden die einzelnen Balken gestackt, also übereinander gesetzt. Und wenn wir das mit PropTable machen, all diese Balken übereinander gesetzt,
ergänzen sich zu 100% und die zweite simulierte falsche Spalte wird einfach daneben gesetzt. Diese simulierte Spalte, diese falsche Spalte erzeugen wir mit cbind. Cbind ist ein Befehl, mit dem man Spalten zusammenfügen kann, nebeneinander setzen kann. Also ich kann damit eine Matrix erzeugen, in der ich hier die erste Spalte habe und dann setze ich noch eine zweite Spalte daneben und die soll nur Nullwerte beinhalten. Wenn ich mir das anzeigen lasse, sieht das Ganze so aus, dass wir hier jetzt eine Matrix haben. In der ersten Spalte steht was drin, in der zweiten Spalte, die gibt es eigentlich gar nicht mehr. Trotzdem wird das Ganze als Matrix dargestellt. Und wenn ich das jetzt insgesamt plotte, dann bekommen wir hier so eine Auflistung, die sich zu 100% aufsummiert, wo die einzelnen Elemente übereinander dargestellt sind. Und man auch hier wieder einen besseren Vergleich bekommt als bei einem Tortendiagramm. So ganz schick ist das Ganze ja noch nicht. Vor allen Dingen, man kann die einzelnen Punkte hier nicht voneinander unterscheiden. Dazu benutzen wir am besten wieder Farben, und zwar im Sinne aus der Palette Rainbow. Das kopiere ich mir einfach mal rüber, den Befehl. Das ist genauso wie beim Tortendiagramm. Ich nehme die Palette Rainbow, nehme die Länge, die Anzahl von meinen Einträgen in der Prop Table in diesem Fall und lasse mir so und so viele Farben wiedergeben, um sie dann für den Plot zu verwenden. Und das kann ich tun, indem ich hier call gleich Farben angebe. Ups, dann muss ich natürlich zuerst die Variable belegen und kriege eine bunte Darstellung. Jetzt kann ich dem Ganzen noch eine Legende hinzufügen, damit wir auch sehen, wie die einzelnen, wem die einzelnen Farben zugehörig sind. Das geht hier mit in Barplot mit Legend gleich True. Es soll also eine Legende dazu zeichnen und die ist jetzt dort oben angegeben. Allerdings auch nicht ganz so schön, weil sie sich mit dem Plot überlappt. Das können wir auch wieder ein bisschen tricksen, indem wir R sagen, es soll die X-Achse von, wir haben hier nur einen Balken, soll die X-Achse von 0 bis 2, also einen zweiten Balken, der nicht vorhanden ist, mit dazu zeichnen. Mit xlim gleich c von 0 bis 2. Damit rückt dieser Balken zusammen, wird kleiner, wir haben hier freien Platz und wir können hier oben die Legende jetzt vernünftig lesen. Wir können auch Text hinzupacken, um die einzelnen Balken in sich zu beschriften. Der Befehl, den hatten wir auch schon, ist Text. Und wir wollen die Namen aus der Tabelle dort mit reinplotten. Das sind ja unsere Kontinente, die dann direkt hier eingetragen werden sollen. Die Positionen müssen wir auch angeben. Das ist, da nehmen wir wieder cbind, um eine Matrix zu erzeugen mit Positionsangaben. Die erste Position, die X-Position, soll hier ja innerhalb dieses Balkens sein. Und dort nehme ich, da das hier 1 ist, nehme ich mal 0,5. Dann habe ich genug Platz daneben, um den Text noch auszugeben. Und für den Y-Wert wollen wir ja auf der Höhe jeweils der einzelnen Balken, am besten hier so direkt drunter, das Ganze beschriften. Wir könnten jetzt natürlich die Werte aus Prop Table nehmen, denn da stecken ja unsere Y-Werte drin. Wenn ich das allerdings ausführe, sieht man, dass das hier nicht richtig passt, denn wir haben ja die Balken übereinander gestapelt. Das heißt, Nordamerika, Südamerika liegen hier unten zusammen, müssten aber sich aufeinander, müssen höher zueinander liegen. Das heißt, wir müssen den Text so weit nach oben schieben, dass jeweils die vorhergehenden Werte wieder berücksichtigt werden. Dazu ist der Befehl cumsum für kumulative Summe.
benutzbar. Wenn ich das mir anzeigen lasse, muss ich gucken, dass ich die richtige Anzahl von Klammern habe. So. Jetzt sehen wir, dass Afrika hier unten ist, Asien ist schon deutlich höher, Europa ganz weit oben, Nordamerika noch weiter oben, Südamerika ganz oben bei 1, so wie es auch sein soll. Und wenn ich das jetzt plotte, habe ich hier eine Klammer vergessen, das passiert auch gerne mal. Wo gehört die hin? Da, die kommt noch von cbind. Zweimal drücken. Ups. Da sind jetzt die Klammern durcheinander gekommen. Ah, dann ist so ein Editor auch ganz praktisch, weil man sehen kann, von wo bis wo die Klammern gehen. Wenn ich jetzt hier hingehe, sehe ich, dass die Klammer hervorgehoben wird. Also fehlt an dieser Stelle eine Klammer. Und hier fehlt jetzt auch eine. So, jetzt hat das geklappt. Ich mache den Plot nochmal sauber. Jetzt hat das soweit geklappt. Die Texte sind genau auf der Linie, was allerdings auch noch nicht ganz so schön ist. Südamerika läuft raus. Also wollen wir die Positionen noch ein bisschen verändern. Die Textstücke sollen direkt unterhalb der angegebenen Koordinaten hier zu liegen kommen. Das heißt, ich gebe POS ein. Und beim letzten Mal oder irgendwann vorher hatten wir schon mal POS 3. Das ist Plotten über den angegebenen Koordinaten plus 2. POS 2 müsste Plot auf den angegebenen Koordinaten sein, was die Standardeinstellung ist. Wenn ich Position 1 wähle, dann wird unterhalb der angegebenen Koordinaten der Text ausgegeben. Und so sieht das Ganze doch schon mal ganz schick aus. Damit haben wir die Beschriftung und eigentlich ist die Legende damit überflüssig. Also können wir diesen Plot-Befehl nochmal hier nach hier unten nehmen, die Legende wieder rausschmeißen und auch unser xlim rausschmeißen. Das brauchen wir jetzt auch nicht mehr und haben jetzt entsprechend die Werte hier mit den entsprechenden Benennungen vorliegen. Jetzt wäre es natürlich wieder schön, wenn wir die Anteile mit darstellen könnten, dass man sie nicht nur aus den Koordinatenachsen ablesen muss, sondern dass sie auch direkt als Text dastehen. Dazu müssen wir diese wieder ausrechnen. Anteile gerundet, denn so genau brauchen wir es dann nicht. Prop Table von Tabelle und gerundet soll werden auf die vierte Kommastelle. Das ausgeführt, sehen wir unten das Ergebnis. Und diese Anteile wollen wir in der Beschriftung benutzen. Beschriftung soll wieder sein, den Namen unserer Tabelle. Beschriftung soll ergänzt werden. Ist wieder Paste, um Textstücke zusammenzufügen. Beschriftung, wie wir sie haben. Dazu kommen jetzt erst einmal die absoluten Zahlen, denn es ist immer gut und wichtig, dass absolute Zahlen angegeben werden. Die stecken in unserer Tabelle. Dazu machen wir jetzt nochmal einmal Klammer auf. Dann kommen unsere Anteile dort rein. Und da wir Prozentangaben haben wollen, mal 100. Jetzt schließen wir die Textklammern nochmal, packen zusätzlich noch das Prozentzeichen da rein und sagen, Paste, es möge bitte kein Leerzeichen zwischen die einzelnen Anteile setzen, sondern sie so übernehmen, wie wir sie hier eingegeben haben, mit sep gleich leer. Wenn ich das jetzt ausführe, sieht unsere Beschriftung hier unten so aus wie gewollt. Bis auf, dass ich ein Leerzeichen vergessen habe. Dann können wir auch gleich ein Komma reinsetzen. Dann sieht das Ganze noch etwas schicker aus. Momentan ist es African. Das ist nicht ganz so das Gewollte.
So, Afrika, n gleich 2, Klammer auf, 11%. Das ist doch schon mal ganz schick. Dann nehmen wir das wieder. Nehmen wir erst einmal diesen Plot wieder, machen ihn sauber. Nehmen unsere Texte und statt der Namen direkt geben wir dort die Beschriftung aus. Voilà, damit kann man sich doch schon mal ganz gut sehen lassen. Jetzt ist das Ganze noch ein bisschen unschön im Grunde genommen, dass hier, es wäre vielleicht schöner, wenn man das Ganze der Größe nach sortiert haben könnte. An solcher Stelle kommt einem der Editor sehr entgegen, weil ich einfach diesen Textbereich nehmen kann, um eine zweite Option dazu zu setzen, um das alles zu wiederholen. Vorher allerdings verändere ich meine Tabelle, indem ich sie sortieren lasse. Das Ergebnis hiervon ist eine Sortierung nach den entsprechenden Einträgen. Vorher war die Tabelle ja so sortiert, wie die Daten hineinkamen. Und jetzt kann ich diese ganzen Befehle hier nochmal durchführen und habe jetzt die Ausgabe sortiert nach Größen. Andersrum wäre es vielleicht noch schöner. Also nehme ich wieder meinen ganzen Batzen hier. Ich hätte natürlich auch direkt hier das Ganze verändern können, aber da ich das Skript mit ausgebe, damit Sie alle diese Befehle hintereinander haben, habe ich das jetzt hinten angefügt. Und sortieren möchte ich jetzt decreasing, also absteigend. Man kann jetzt diese Option ausschreiben, es reicht aber aus, wenn ich sie so weit ausschreibe, dass es klar identifizierbar ist. Decreasing gleich true. Und damit wird absteigend sortiert. Jetzt den ganzen Bereich ausgeführt und jetzt haben wir Asien als größten Block unten, Europa hier drüber und so weiter. Das Ganze nett sortiert. Was man mit einem Balkendiagramm auch machen kann, abgesehen, oder ich gehe nochmal zurück zu unserem ersten Balkendiagramm. Hier hatten wir ja die Werte nebeneinander gestellt. Mit einem Balkendiagramm kann man auch gut Zahlenwerte darstellen. Man muss also nicht nur solche Anteile oder absoluten Zählungen darstellen, man kann auch sehr gut normale Zahlenwerte darstellen, wie zum Beispiel unsere Fläche der Länder. Länderfläche. Damit werden jetzt die Flächen der Länder hier als Balken dargestellt. Man sieht sehr gut, wie unterschiedlich, gut, wir haben zweimal hier recht hoch, der Rest ist relativ niedrig, aber wie unterschiedlich groß die sind, das kann das menschliche Auge aufgrund der Länge sehr gut identifizieren. Mit Flächen ist es da etwas schlechter bestellt. Wir haben jetzt nur das kleine Problem, dass wir nicht wissen, welches Land hier von welchem Balken dargestellt wird, denn Länder, Dollar, Fläche ist ein einfacher Vektor, den ich aus der Tabelle Länder herausgeholt habe und der ist noch nicht benannt. Jetzt könnten wir entweder hergehen und uns einen benannten Vektor erstellen, Länder, Flächen, in denen ich das hier reinfüge und dann Namen von Länderflächen aus den Zeilennamen von Ländern. Länder Row Names von Länder herausnehme. Ups, da stecken sie alle drin. Ich kann das aber auch direkt, ohne dass ich den Umweg über diese zwei Variablen oder über diese eine Variable gehe, ich kann das auch direkt als zweite Option in Barplot einsetzen, indem ich sage, in diesem Fall heißt es names.arg gleich RowNames von Länder. Und damit kann ich die Benennung hier unten
direkt spezifizieren. Trotzdem an dieser Stelle, ups, auch sehr unschön. Es gibt gewisse Länder, die einfach zu lange Namen haben, als dass sie dargestellt werden können. Wir hatten ja vorher gesehen, wir können das mit RS gleich 2, können wir das Ganze drehen. Soweit, so gut. Jetzt sind die einzelnen Länder hier tatsächlich aufgeführt. Allerdings die Republik Kongo, Kambodscha und so weiter sind zu lang und das ändert sich auch nicht, wenn ich hier diesen Plot vergrößere oder verkleinere, weil ein bestimmter Abstand in R von der X-Achse zur unteren Grenze des Plots erst einmal vorgegeben ist. Aber das Ganze wäre nicht R, wenn man das nicht verändern könnte. Und daran kommt man wieder über Paar, wo die einzelnen Plot-Argumente drin abgespeichert sind. Das, was uns jetzt interessiert, ist Margin, also der Rand. Wenn ich mir das anschaue, das ist die Standardbelegung. Das ist Angabe in Textzeilen. 5 Zeilen nach unten, 4 Zeilen nach links oder rechts, ich bin mir jetzt nicht sicher, und 2 Zeilen nach oben, glaube ich. Plus ein 0,1, damit da noch ein bisschen Platz extra ist. Ich speichere das hier mal, die aktuellen Werte, in eine Variable ab. Old Margins, um sie später wieder herzustellen. Und da wir hier rankommen, können wir diesen Wert auch verändern. Ich besetze den mal mit zum Beispiel 18,4,4,2. Das kann so bleiben. Und für insgesamt addiere ich jeweils 0,1 noch dazu, womit wir einen Vektor erhalten, der für die X-Achse, für den X-Achsenabstand deutlich höheren Wert aufweist, als er bisher vorgesehen war. Ups. Stimmt, und das geht leider nicht ganz so, wie ich das hier, die Zuweisung geht nicht ganz so, wie ich mir das hier vorgestellt habe, sondern ich muss das innerhalb dieses Paar-Befehls entsprechend setzen. Und wenn ich jetzt diesen Plot hier wieder durchführe, sehen wir, dass wir da einiges an Platz gewonnen haben und jetzt die Demokratische Republik Kongo auch mit ihrem vollen, schönen Namen in Erscheinung treten kann. Um das Ganze noch ein bisschen dynamischer zu gestalten, kann ich mir ausrechnen lassen, wie lang das Ganze ungefähr sein soll. Ich kopiere das mal hier kurz rüber und erkläre es. Wir haben unsere Zeilennamen von Ländern. Der Befehl nchar gibt mir zurück, wie viele Buchstaben jeweils in den einzelnen Zeilennamen drin sind. Der Befehl max sucht mir den maximalen, die maximale Länge heraus. Und das Ganze schiebe ich an eine Variable Benennungslänge. Und statt hier einfach 18 zu sagen, kann ich Benennungslänge, ich kopiere mir das mal einfach rüber, unsere Maximallänge nehmen. Ich kann sie durch 2 teilen, da wir da das Textzeilen sind und immer bei einer Textzeile eine Buchstabenbreite plus ein Freibereich von etwa einer Buchstabenbreite vorgesehen ist für eine Zeilenhöhe. Wenn ich das hier benutze, dann passt das recht gut zu unserem Wert. Man kann natürlich auch hier direkt die Zahlen eingeben und damit so lange rumspielen, bis es passt. Oder man lässt es sich auf diese Art und Weise ausrechnen. Wir sind ja faul und R ist ein Statistik- und Rechenprogramm. Gut, nachdem wir das gemacht haben, können wir und gegebenenfalls abgespeichert haben mit Save Plot, wie schon gesehen, können wir den Rahmen wieder zurückstellen auf das Maß, das wir vorher hier in Old Margins abgespeichert haben.
und jetzt sind wieder die R-Standardeinstellungen vorhanden. Gut, ein letztes noch zu Balkendiagrammen. Wir können mit Balkendiagrammen auch mehr als eine Informationsebene gleichzeitig darstellen. Man kann das sehr weit erweitern im Grunde genommen, aber maximal zwei ist eigentlich das Einzige, was wirklich sinnvoll ist. Ich benutze das mal, um eine zweite Tabelle zu erzeugen. Und das soll eine Tabelle sein, die auflistet Länder, die Einlieferer, und Länder Dollar Kontinent. Und hier sehen wir jetzt die Einlieferer gegen die Kontinente dargestellt. Und wenn ich das jetzt wieder in einen Barplot schiebe, Tabelle 2, dann sehen wir einerseits die Kontinente hier und übereinander gestapelt wieder die Einlieferer, die diese Länder eingeliefert haben. Wir können das jetzt leider nicht identifizieren, aber dafür können wir wieder eine Legende angeben oder uns plotten lassen. Legend true. Und hier oben sind ja die entsprechenden Personen aufgelistet. Wir können hier das Ganze wieder einfärben, um das ein bisschen deutlicher zu machen. Farben als Vektor anlegen, Rainbow benutzen. Length von Tabelle 2 funktioniert jetzt so nicht, weil wir eine Tabelle haben, die eine zweidimensionale Tabelle ist. Also sowohl diese Zeilen als auch die Spalten ergeben insgesamt 30 Einträge. So viele Personen, Einlieferer haben wir nicht, die wir hier markieren wollen. Also können wir, da das ein Faktor, eine Faktorvariable ist, können wir uns die Levels dieser Faktorvariable ausgeben lassen. Also hier haben wir unsere Einlieferer. Hier unten sehen wir diese 6 Levels. Wenn ich mir diese Levels separat ausgeben lasse, sehe ich, dass diese 6 Einträge oder die 6 Varianten dort abgelegt sind. Die Länge davon ist eben 6 und mit Rainbow 6 haben wir genug Farben, um unsere einzelnen Einlieferer hier sinnvoll einzufärben. Mit Col gleich Farben wird das Ganze dann schon deutlicher, wer was eingeliefert hat. Diese gestapelte Darstellung mag meistens ganz sinnvoll sein. Es gibt aber auch die Möglichkeit, diese einzelnen Balken nebeneinander zu setzen und dann wiederum nach den Kontinenten zu gruppieren. Das Ganze tut man mit der Option Beside. Und wir bekommen jetzt einen Plot, bei dem nebeneinander für jeden Kontinent jeder Einlieferer aufgelistet ist und dadurch davon die Anzahl der entsprechenden eingelieferten Länder sichtbar ist. Das Ganze geht dann auch noch natürlich horizontal. Geschmackssache, was man dort lieber mag. Und wir können dem Ganzen natürlich auch einen Titel geben. Das könnten wir entweder direkt hier drin, indem wir Main gleich zum Beispiel Anzahl der Länder nach Kontinenten und Einlieferer angeben. Wir können das aber auch nachträglich machen. Ich nehme das hier mal wieder raus. Mache den Plot wieder so, wie er war. Und wir können nachträglich einen Titel, und das geht auch bei anderen Plots, dem Plot zugeben. Und dort oben ist unser Titel dann erschienen. Das ist schon relativ komplex. Damit kann man schon recht viele Daten darstellen. Was aber auch deutlich wird, bereits an dieser Darstellung, ist,
man sollte gucken, es gibt einen bestimmten Bereich von Komplexität, wo das Ganze nicht mehr lesbar ist. Also bei so vielen einzelnen Kategorien und so vielen Kontinenten wird das Ganze schon relativ kompliziert. So als Faustregel, 4 Plots hier nebeneinander sind gerade noch so erträglich. Auch 4 Plots stacked, also übereinander gesetzt, 4 Optionen sind gerade noch so erträglich. Alles, was darüber hinausgeht, funktioniert eigentlich schon nicht mehr richtig. Dann kann derjenige, der sich diese Grafik anschaut, das Ganze nicht mehr sinnvoll zuordnen. Dann ist es vielleicht besser, wenn man separate Diagramme jeweils erstellt, um diese Informationen einzeln wiederzugeben. Ja, das war ein etwas längeres Video, aber mit Balkendiagrammen kann man auch eine Menge machen. Das ist ein recht mächtiges Darstellungswerkzeug, mit dem man Informationen sehr gut wiedergeben kann und hat eben auch sehr viel mehr Möglichkeiten, als es das Tortendiagramm selbst bietet.